Nach Battleground am Sonntag, Raw am Montag, SmackDown am Dienstag gab es fucking NXT am Mittwoch. Mittwoch auf Donnerstagnacht. Was für eine Serie an Shows, die uns WWE hier auf den Hals hetzt, möchte ich fast schon sagen. Wir werden jetzt trotzdem über die NXT-Ausgabe dieser Woche reden. Die war nämlich überhaupt nicht schlecht. An meiner Seite, um das zu tun, der nach seiner Fiebergrippe, was weiß ich, returnende Alex, ich grüße dich. Ja, oh yes, besser als er je war. Du bist also wieder gesund, da freuen wir uns sehr drüber. Wie hast du denn diese ganze Draft-Woche verkraftet? Ja, ne? Einiges nachzuholen bei so viel Wrestling an so vielen Tagen, so wenig Tagen eher. Aber hat man doch ganz gut machen können, ne? Wir hatten ja ein paar schöne Matches sehen dürfen diese Woche. Überhaupt war es eine schöne Wrestling-Woche eigentlich. Und das ganz ohne Lucha Underground. The Lucha Man himself hier trotzdem an meiner Seite. Leute, Lucha Underground geht übrigens am 7. September weiter. Das aber jetzt außerhalb von NXT. Wir gehen direkt zu NXT. Und wenn man zu NXT kommt, dann muss man eigentlich auch gleich über jemanden reden, der so ein absoluter Topstar da gerade ist. Zumindest der in diese Richtung geht. Shinsuke Nakamura hatte hier ein Match gegen Wesley Blake. Wesley Blake kam ja mit einem neuen Theme-Song raus, das absolut schrecklich war, das Lied, das er da bekommen hat, und auch ein neues Attire, also da hat gar nichts gepasst, fand ich, und Blake, ja, ne, ist in dieser Story gerade mit seinem ehemaligen Tag-Team-Partner Murphy. Die beiden, ja, haben sich hier so ein bisschen rivalisiert in dieser Show und haben eben, ja, immer, hatten beide ein Match, Murphy gegen Ibushi im Main-Event. Und es hieß dann eben, yo, wer gewinnen kann, ist der Geilere. Es liegt nicht an mir, dass wir so gefloppt sind als Tag Team. Finde ich eigentlich ganz gut, dass man das in die Story einbringt. Hier hatte Blake allerdings keine Chance gegen Nakamura. Nakamura gewinnt das Ganze ziemlich schnell und wird damit weiterhin konstant aufgebaut, was ich auch super finde. Der Typ hat noch kein einziges NXT-Match verloren. Ich finde, so baut man große Stars auf und das hat auch Regal gesehen. Er kommt nämlich nach dem Match raus und setzt den Main Event von NXT TakeOver Back to Brooklyn an. Nakamura gegen Samoa Joe, dazu dann später mehr im Main-Segment. Das war auf jeden Fall ein gelungener Start in die Show. Nakamura ist auch jemand, der einfach im Ring so diese unterhaltsame Art reinbringt, wie er dann diesen Kuss, den er da, den Blake geschickt hat, so einfach mit beiden Händen gefangen hat, auf den Boden geworfen und draufgetreten. Also das sind einfach so sehr, sehr coole Details in dem Match, die das Ganze auch viel unterhaltsamer machen. Ja, da muss man einfach drauf stehen, ne? Ich habe auch so ein Zitat gelesen, einfach nur, Nakamura ist so der einzige Mensch, der einen Kuss aus der Luft auffangen kann und ihn zertrampelt und trotzdem cool dabei aussieht, so, ne? Und es ist einfach auch schon wahr, Nakamura, der, ohne Scheiß halt, ich habe schon mal gesagt, man liebt ihn oder man hasst ihn und ich bin so einer, ne, ich feiere den Typen einfach. Und obwohl es einfach nur ein Squash-Match war und jeder weiß, dass Nakamura gegen Blake das Match 100% gewinnt am Ende und es kein großes, tolles Match sein wird, ist man halt trotzdem entertained. So allein schon von dem Entrance und dann halt auch im Ring mit seinen kleinen Spielereien, und der ist einfach unglaublich charismatisch. Also von Nakamura gucke ich mir auch gerne mal ein Squash-Match an. Auf jeden Fall, dass sie also, ja, mehr oder weniger ein Squash-Match, wo wir gerade dabei sind. Billie Kay hatte ein Match. Sie ist ja eine, die in den letzten Monaten immer wieder bei Squash-Matches im NXT-Bereich eingesetzt wurde. Sie befindet sich jetzt aber gerade in der Push-Phase, glaube ich, zumindest weil man hier die Women's Division wieder neu etablieren will. Vor einem Monat hat man sie schon bei SmackDown im Match gegen Dana Brooke gesehen. Hier gewinnt sie mit dem Big Boot gegen ihre Gegnerin Santana Garrett. Eine der neuen Frauen bei NXT, diese Billie Kay, kommt ja auch aus Australien, falls ich mich nicht irre, ist im Ring auf jeden Fall nicht schlecht. Man muss ja auch bemerken, Peyton Royce, auch eine neue NXT-Frau, die wahrscheinlich dann noch in den kommenden Wochen Aufmerksamkeit bekommen wird, und Emma, die sind auch aus Australien. In Australien geht auch so ein bisschen die Women's Revolution ab. Also finde ich schon sehr, sehr interessant, was da das Wrestlerische angeht. Ich meine, zu Billie Kay an sich kann man sagen, sie scheint nicht schlecht zu sein im Ring, aber sie braucht jetzt halt einen Charakter, weil sie nichts aussagt. Dieses Match war einfach nur zwei Frauen gegeneinander, die beide nicht so viel ausstrahlen. Und ich denke, wenn man da noch ein bisschen mit dem Charakter weitermacht, dann wird das, denke ich, gut werden. Denn das Problem, was man gerade bei NXT hat,
dass einfach sehr, sehr viele Leute nach oben gegangen sind von NXT. Carmella, Nia Jax, Alexa Bliss, so die untere Riege. Und natürlich sind die Four Horsewomen immer noch nicht komplett ersetzt worden, was natürlich auch nicht so easy möglich ist. Und mit Asuka hat man da jetzt nur noch eine an die Spitze, an der Spitze, die halt, ja, mit Bayley hier ein Rematch haben wird. Dazu gleich noch mehr. Aber danach kommt erstmal gar nichts und da muss halt jetzt wirklich Aufbauarbeit geleistet werden, was die NXT Women's Division angeht. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ich bin auch froh, dass man jetzt anfängt, dann Billie Kay schon mal aufzubauen, weil ich meine, so lang ist es nicht mehr dahin, 3 Wochen, ne, ungefähr, bis zu Asuka gegen Bayley und danach ist Bayley auch weg. Und du hast es schon gesagt, so nach Asuka, die wird, denke ich, Maya verteidigen, hast du halt erstmal nichts. Also solltest du dich langsam mal sputen und ja, eine neue Women's Division aufstellen. Und erstmal muss ich sagen, Billie Kays Theme Song gefiel mir schon mal ganz geil, den konnte ich schon feiern. Und ja, die ist jetzt schon länger dabei. Früher musste sie die Squashes einstecken, jetzt ist sie endlich auf der anderen Seite nach so langer Zeit. Und ja, ich finde es richtig, dass man einfach nur die jüngeren, grüneren hochholt, ne? Weil man sieht's eh, die sollten eh längere Zeit bei NXT selbst verbringen, weil ich finde, das sieht man jetzt wieder an der Dana Brooke im Main Roster. Wenn man da irgendwie überhastet an die Sache rangeht, hast du da nichts von. Man sollte denen schon die Zeit geben, sich da weiterzuentwickeln. Dafür hat man ja den Performance Center. Und deswegen finde ich es gut, dass man Billie Kay jetzt erstmal heranführt. Und keine Ahnung, in einem Jahr ist wahrscheinlich dann Santana Garrett, so die jetzt noch gesquasht wird auf der anderen Seite und wird dann selbst aufgebaut. Also ich sehe da eigentlich einen guten Kreislauf bei NXT. The winning side. Und man muss ja auch sagen, so Leute wie Becky Lynch und auch Sasha Banks, die kamen ja genauso rein. Also sie wurden erstmal, haben die ganze Zeit verloren als NXT Rookies und haben sich dann immer mehr entwickelt, bekamen immer mehr einen Charakter und wurden dann richtig interessant. Ich konnte Becky Lynch, ich kann mich noch genau daran erinnern, überhaupt nicht leiden. Das war bei NXT TakeOver R-Evolution, wo sie dann noch mit Sasha Banks rumgegangen sind. Die beiden waren beste Freundinnen und so. Konnte ich sie überhaupt nicht leiden. Und dann kam diese Fehde Becky Lynch gegen Sasha Banks. Ich habe mir erstmal gedacht, jo, was will denn Becky Lynch im Titel geschehen? Und dann hat sie mich so umgehauen, weil sie einfach mich überzeugt hat. Und das ist halt das, was Billie Kay schaffen muss, was auch so Leute wie, ja, wer ist denn noch dabei? Peyton Royce und Liv Morgan, die jetzt in den kommenden Wochen, oh yeah, Liv Morgan, ne, gepusht werden wahrscheinlich. Also da kann es durchaus auch mal, ja, einen ähnlichen Karriereablauf geben und diesen Moment, diesen surprising Moment, wo man eben sagt, yo, die hat mich jetzt überzeugt, das ist das, worauf es ankommt. Und wenn sie das schaffen, die neuen Damen, dann ist da ziemlich viel möglich. Sky's the limit, würde ich sagen. Oh, da holen ja die Sprüche raus, ne? Naja, aber kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich freue mich darauf, jetzt, dass auch einfach mal eine neue Riege kommt, dass man jetzt mal wieder, ja, dass es einfach Abwechslung da reinkommt. Ich meine, das war eine geile Zeit um Sascha und so, um Charlotte auch oder um Becky, weil du hast es gerade schon angesprochen, bei mir war das ähnlich. Also ich konnte mit Becky groß nichts anfangen, aber nach diesem einen Match, das erste richtige mit Sascha Banks, da hatte die mich schon überzeugt gehabt und da hatte ich die auch richtig auf dem Schirm und ich freue mich einfach, dass. Oder ich hoffe einfach mal und gehe jetzt auch davon aus, dass es sowas in Zukunft auch noch mal geben wird. Und deswegen kann man sich, denke ich mal, da doch auf die Zukunft freuen, weil ich meine, die WWE, die weiß schon, wo die nachschauen muss nach Talenten und mit dem Performance Center haben die wahrscheinlich auch die beste Ausbildungsstätte der Welt, denke ich mal, kann man so sagen. Und deswegen blüht uns da, denke ich, doch eine rosige Zukunft, ne? Das hast du sehr schön gesagt. Das also zu den Frauen. Wir gehen noch kurz weiter hier in diesem Bereich. Bayley war nämlich Backstage bei Regal. Ja, sie schlägt vor, ein Rematch zu machen. Bayley gegen Asuka. Der sagt, das ist eine gute Idee. Bei Back to Brooklyn gibt es das Rematch. Asuka gegen Bayley war, denke ich, vorherzusehen. Ansonsten hatten TM61 ein Jobber-Match. Ja, zwei Lokale oder was weiß ich. NXT-Rookies vielleicht auch weggehauen. Thunder Valley Driver Finisher, nee, Driver ist was anderes. Thunder Valley heißt der, glaube ich, einfach nur. Es gibt auch den Thunder Valley Driver, aber das ist was anderes. Ja, die Australier, die beiden gewinnen auf jeden Fall. Was mir hier noch fehlt, also ich meine, sie sind gut im Ring, aber was mir noch fehlt, ist einfach Charakter und Persönlichkeit. Die hatten schon mit TMDK auf jeden Fall Namen in den Indies. Heißt auf jeden Fall, sie haben es auch im Ring drauf. Aber trotzdem darf man nicht vernachlässigen, sie hier auch interessant zu machen für Leute, die sie nicht kennen. Und zwar mit einem Charakter und einer Persönlichkeit. Und da ist eigentlich, da gilt genau das Gleiche wie auch schon
bei den Frauen, wenn sie dann das gefunden haben, ne, dann können sie hoch hinausgehen in der Tag Team Division. Ja, aber ich meine, das Potenzial sieht man ja auf jeden Fall schon mal auch. Ja, die passen auch einfach gut zusammen. Also man merkt schon, dass die jetzt nicht einfach so zusammengesteckt wurden, sondern dass die schon einfach beide sehr gut im Ring sind und auch schon gut zusammenpassen. Also wir haben da echt ein paar schöne Aktionen gesehen. Auch wenn es halt das nächste kurze Squash-Match am Ende war, war es trotzdem auch ein solides Match und ich kann dir da eigentlich nur zustimmen, ne? Bringt man einen Charakter dahinter. Man muss ja jetzt eh auch die Tag Team Division, da fehlt auch einiges. Ich meine, ganz NXT wird jetzt im Zuge des ja, Roster-Splits ein bisschen ausgedünnt und deswegen. Aber ich denke mal, die sind so ein Kandidat, wenn da der Charakter in der nächsten Zeit aufgebaut wird und stimmt, dass die auf jeden Fall auch die Titel halten werden und vielleicht doch noch eine ganz gute Karriere hinlegen. Das ist auf jeden Fall sehr gut möglich. Jemand, der zurückkommt. Hideo Itami hatte eine Vignette. Er kommt nächste Woche tatsächlich aus seiner Verletzungspause wieder. Wird NXT, denke ich, sehr helfen. Und er hat auch die Star Power, die gebraucht wird. Im Moment hat NXT ja nicht wirklich viele große Leute da. Wenn ich mich an Zeiten wie 2014 erinnere oder 2015 auch. Ein Beispiel, wo man Neville, Sami Zayn, Kevin Owens, Hideo Itami im NXT-Roster hatte und das war halt wirklich und Finn Bálor dann auch noch. Also da waren fünf absolute Top-Leute dabei. Also da war die Qualität extrem hoch und das kann man natürlich nicht durchgehend so halten, ist klar. Aber ich denke trotzdem, Itami kann NXT sehr weiterhelfen. Hat sich auch, was das Englische angeht, verbessert, glaube ich. Also man hat ihn ja hier ein paar Worte sagen hören. Da hat er auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Und also ich werfe es jetzt nur hier mal so ganz random in den Raum. Nakamura gegen Itami um den NXT-Titel. Holy shit. Oh ja, yeah. Da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Ja, die Asiaten oder die Japaner insbesondere, die übernehmen langsam. Und ja, die Sache mit Itami, man weiß halt noch nicht, ne, wann der auf 100% ist, weil das letzte Bild, was ich von dem gesehen hat, sah sein Arm schon ein bisschen schwach aus, noch, also von der verletzten Schulter. Und deswegen, ne, ich weiß gar nicht, ist der schon auf 100%? Könnte der schon in den Ring? Noch nicht, oder? Ich glaube schon, dass er die Ringfreigabe jetzt hat, aber dass halt trotzdem noch sein verletzter Arm extrem, ja, ein Kraftdefizit hat und dass er auch sehr viel Gewicht verloren hat durch die Verletzungspause. Da lief auch nicht alles wie geplant. Er hat da, ja, Rückschritte machen müssen im Training. Hat auch ich meine, bei den OPs wird ja immer geschrieben, die ist verlaufen nach Plan. Und das steht eigentlich meistens da, aber dann gibt es eben auch OPs, die nicht verlaufen nach Plan und ne, da ist dann halt wirklich, wenn sowas passiert, auch eine Verletzungspause mal viel länger als erwartet. Also hoffen wir, dass er da schnellstens wieder auf die Beine kommt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf sein Comeback. Oh yes. No Way Jose gegen Steve Cutler, das nächste Match, ein weiteres Jobber-Match. Jose gewinnt das Ganze. Muss ich auch sagen, finde ich viel interessanter, den guten No Way Jose, seitdem er Austin Aries vor einigen Wochen verprügelt hat, so richtig aggressiv. Nach dem Match hält auch noch eine Promo gegen Aries. Und man muss auch hier sagen, also der Typ hat mich echt überrascht. Er ist nicht schlecht am Mikrofon, sehr intens, sehr aggressiv gewesen. Und Jose, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte hier schon in Ansatzweise diesen Surprising Moment. Habe ich nicht gedacht, dass der so viel Persönlichkeit aufbauen kann in so wenig Zeit. Ich dachte eigentlich, yo, das ist der typische Jobber, der tanzt da ein bisschen im Ring, macht seine Moves und das war's dann schon wieder. Als er da den Baseball-Finisher ausgepackt hat, dachte ich mir auch, yo, weg da, das will ich nicht sehen. Aber mittlerweile, wow, diese Fehde mit Austin Aries, die nimmt Form an und vor allem formt sie seinen Charakter. Und mittlerweile muss ich auch sagen, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wer da gewinnt. Ist es jetzt Austin Aries oder No Way Jose? Ich denke trotzdem noch Austin Aries, aber er rückt sich wirklich selbst in sehr gutes Licht gerade und das finde ich auf jeden Fall bemerkenswert. Ja, da wird halt das durchgezogen, was du ja so gerne ansprichst, und zwar, wenn einfach dieses krasse Babyface einfach seine Ecken und Kanten bekommt und No Way Jose jetzt nicht nur tanzen zu sehen immer, sondern auch mal wirklich zu sehen, wie er wütend und böse wird,
das muss halt sein, ja, das hätte halt gefehlt, wenn es nicht da gewesen wäre. Und erst hat er ja mit Cutler dann auch noch so ein bisschen rumgetanzt und ist halt der fröhliche José, aber nachdem Cutler ihnen ja irgendwie so eine Ohrfeige gegeben hat oder so, er hat ihm ja irgendwie so relativ unfair oder einfach ins Gesicht geschlagen, da ist ja die Stimmung gekippt und José hat auch vom Gesichtsausdruck, von der Mimik her, also das gefiel mir super, dass er da ja in den Rage-Modus gegangen ist, so ein bisschen. Und ja, eine aggressive Ader, da gefällt mir auf jeden Fall gut. Das kann man immer unterstützen. Das kann man halt einfach für so einen Charakter gebrauchen. Ja, wir reden immer von den Ecken und Kanten und sowas ist nun mal auch nötig. Ja, glatt ist langweilig. Und ich freue mich auf jeden Fall auf José gegen Aries, weil der wird auch echt besser aufgebaut oder der steht jetzt besser da, als ich es gedacht hätte, der José. Auf jeden Fall. Also das ist so ein typisches Paradebeispiel, wie Ecken und Kanten einem Charakter wirklich deutlich helfen können. Und er ist jetzt interessanter als je zuvor. Gehen wir zum Main Event. Kota Ibushi gegen Buddy Murphy. Murphy wollte hier zeigen, dass er besser ist als sein Partner Black und dieses Match gewinnen. Ibushi kennt man ja schon vom Global Cruiserweight Classic. Also falls ihr da die Reviews gehört habt, ich hoffe doch mal, da hat er schon einiges zeigen können. Auch ein Favorit für dieses Turnier. Er gilt als eins der besten japanischen Talente im Ring. Absolut grandios und beeindruckend, was man auch hier wieder bei NXT gesehen hat. Der 34-Jährige wrestelt tatsächlich schon 12 Jahre, ist also sehr lange im Wrestling tätig und von daher, wow, also richtig, richtig gutes Match auch zwischen diesen beiden, fand ich Match of the Night. Am Ende zeigt Ibushi seine Powerbomb, gewinnt das Match, nimmt jetzt einmal Momentum mit Richtung Cruiserweight Classic und gleichzeitig hat es auch in diese Fehde reingepasst, beziehungsweise in diese Storyline mit Buddy Murphy und Wesley Blake. Also da hat man wirklich wieder eine schöne, simple Sache gebuckt, die auf jeden Fall Sinn ergeben hat und die beiden Parteien in gewisser Weise geholfen hat oder die sie zumindest weitergebracht hat. Ja, Murphy scheint ja jetzt der Part zu sein, an dem so ein bisschen mehr festgehalten wird aus den beiden im Team. Er durfte auch die Musik behalten, aber trotzdem war auch hier schon vorher klar, dass Ibushi das machen wird. Und ohne Scheiß, diesen einen Tritt gegen den Kopf, den muss man einfach hervorheben. Ich denke, man, den kann sich auch erinnern. Ich glaube, das war irgendwie kurz vorm Ende oder ja, schon in der zweiten Hälfte des Matches. Da gibt Ibushi Murphy einfach einen Tritt an den Kopf und direkt danach so ein German Suplex. Ey, allein nach dem Tritt dachte ich, jetzt ist's um ihn geschehen. Jetzt hat er einfach Murphy ausgenockt. Also, der steht ja auch so schon für den Strong Style, der Ibushi, und der hat auch richtig geile Kicks drauf. Ich finde sowas ja eh relativ geil. So ein gut ausgeführter Kick kann ja so viel ausmachen. Kann viel mehr ausmachen als irgendein toller Finisher, der vielleicht nicht so viel Impact dann hat. Und ja, ich mag einfach diesen Stil an auch und das gefällt mir auch. Da wird sowieso Abwechslung reingebracht in das ganze Thema, auch mal eine andere Seite aufgezogen. Und ich glaube, mit Ibushi hat die WWE einen richtig guten Fang gemacht. Also, dass sie sich jetzt doch entschieden haben, den zu übernehmen. Und wenn er jetzt schon sein NXT-Match hat, ja, das könnte vielleicht anteasen, dass er sogar die Cruiserweight Classic gewinnen darf und dann vielleicht doch noch hier eine große Karriere bei der WWE hinlegt. Fände ich richtig geil. Müsste ich jetzt tippen, würde ich sagen, Kota Ibushi gewinnt das Cruiserweight Classic. Ein Superman, das zum Main Event Match. Ansonsten, Samoa Joe regt sich ein bisschen Backstage auf. Niemand zollt ihm Respekt. Das hat er dann auch nochmal im Ring wiederholt. Regal hat ihn nicht mal darüber informiert, dass das Match gegen Nakamura so stattfindet. Es ist also laut ihm nicht möglich, dieses Match zu veranstalten. Regal kommt raus, widerspricht ihm. Wenn er widerspricht, oder wenn Samoa Joe widerspricht, wird ihm der Titel automatisch abgenommen. Joe akzeptiert das widerwillig. Nakamura kommt raus, die beiden liefern sich einen Stare-Down und es kommt langsam die Aufbauphase für NXT TakeOver Brooklyn. Und ich hoffe wirklich, dass man beim Aufbau für dieses Titelmatch mehr macht als in den Titelmatches zuvor. Man hatte ja wirklich bei Joe und Bella, da war der Aufbau nicht so geil, würde ich sagen. Und Nakamura und Joe, das sind so zwei verschiedene Charaktere, dass ich einfach hoffe, dass man da im Aufbau sehr, sehr viel reinbringt, gute Segmente macht, auch vielleicht mal Nakamura von der anderen Seite zeigt, von dieser aggressiveren, wie es auch bei No Way Jose der Fall war. Und also ich denke, da kann dann auch was richtig, richtig Cooles bei rumkommen bei dieser Fehde. Und Nakamura, ey, der ist straight to the top gerade unterwegs. Immer noch kein NXT-Match verloren, beziehungsweise kein WWE-Match. Und ja, der ist auf einem guten Weg. Ja, ich freue mich auch. Wenn ich jetzt einfach mal so sagen müsste, würde ich auch sowieso auf Nakamura setzen. Und ich freue mich einfach, dass Nakamura es geschafft hat, in so einer kurzen Zeit jetzt, ja, fast
der Kopf der Company, zumindest von NXT, vom kleinen Roster zu werden. Und ich meine, Joe ist auch so ein Kandidat, der bald wahrscheinlich ins Main Roster kommt, würde ich jetzt einfach mal behaupten, nach seinem Titelverlust. Weil ja, dafür hatten wir den Roster-Split und der ist ja auch nicht mehr der allerjüngste, aber vorher, denke ich, dürfen wir uns einfach nur auf ein geiles Match freuen, weil ich glaube, die beiden können zusammen auch ein richtig schönes hinliefern oder hinlegen. Auf jeden Fall, also das wird, denke ich, sehr, sehr ansehnlich. Das also bei NXT TakeOver Back to Brooklyn findet in der Nacht vom 20. auf den 21. August tatsächlich statt. Das ist im August, wo auch ja, der SummerSlam veranstaltet wird in der Folgenacht. Also man hat hier so ein Follow-up-Programm von WWE im Main Roster und kurz zuvor, die Nacht davor, quasi der Entwicklungsbrand auch bei Brooklyn in der Arena, also das ist eigentlich immer eine schöne Sache, macht man jetzt auch schon seit letztem Jahr, also was heißt seit letztem Jahr, man hat das letztes Jahr gemacht, das war cool, deswegen macht man es dieses Jahr wieder und Back to Brooklyn finde ich eine super Sache. Brooklyn an sich, das Takeover-Event letztes Jahr war für mich eins der stärksten, die es je gab, also ich würde sogar sagen nach Takeover R-Evolution das zweitbeste und von daher ja, war das auf jeden Fall eine super Sache. Hier diese Idee, das wieder zu machen, dieses Jahr. Man hat bei NXT diese Woche auf jeden Fall gemerkt, dass ein Mangel an Star Power zu erkennen ist. Es gab kaum Matches ohne Unbekannte. Trotzdem hat man einige interessante Storylines im Moment, die auf jeden Fall sehr, sehr cool werden können in den nächsten Wochen. Ich hoffe, da passiert im Aufbau einiges. Außerdem, ab nächster Woche wird es die SmackDown vs. Raw Reviews geben. Diese werden immer am Mittwoch hochgeladen. Beide Shows, Raw und SmackDown, werden hier reviewed. Und da es beim Roster-Split sowieso um Konkurrenz geht, werden hier auch eben die Sieger ermittelt, beziehungsweise wird ermittelt, welche Show besser war. So, das noch zur Ankündigung. NXT diese Woche auf jeden Fall nichts, was man gesehen haben muss, aber auch nichts, wo man sich jetzt ärgert, dass man es gesehen hat, würde ich sagen. Nö, war halt solide, ne? Squash-Matches von Nakamura und Ibushi waren gut, die anderen waren halt standardmäßig, aber ne, es ist ja klar, dass jetzt so eine Phase kommt, gerade nach dem Roster-Split, weil halt ein extrem großer Teil des Kaders verloren ging, was heißt verloren, aufgestiegen ist und deswegen ist es halt schon verständlich und trotzdem, ich meine, wenn wir jetzt mal Richtung Brooklyn schauen, wir haben jetzt schon Asuka Bayley bestätigt, wir haben jetzt schon Nakamura Joe bestätigt und José Aries, also beschweren kann man sich bis jetzt nicht, ne? Auf jeden Fall, das kann noch ganz interessant werden und von daher gucken wir mal, was die Zukunft bei NXT im Entwicklungsbereich bringt. Schreibt eure Meinung zu den aktuellen Geschehnissen auf jeden Fall auch in die Comments, euer Feedback und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.